Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von GTA 5 Online zusammen mit dem kompletten Freedom Squad. Lasst eine Bewertung da und jetzt wünsche ich euch allen viel Spaß. Oh nein, jetzt irgendeiner zieht wieder eine Waffe, ich sag's dir. Ich zieh eine Waffe. Nein, Zombie, tu's nicht. Oh, Alter, was ist das denn für ein geiles Bike da vorne? Nein, man, warum überfahren sie mich? Palette! Hey, Zombo! Aus mir fällt Geld raus. Nicht rein. Ja, ich merk's schon. Alter, was ist mit dir passiert? Ist es dein Bike? Nee. Nee. Schade. Meins ist zwar auch rot, aber meins ist mehr so Müll. Ja, Müll ist sehr gut. Hey Leute, wie immer am Mittwoch die Info, eine neue Folge vom Podcast Plötzlich Schwanger ist online gegangen. Birgi und ich reden über unsere vergammelten Pausenbrote während der Schulzeit und ich gestehe, dass ich mal ca. 1500 Euro in den Sand gesetzt habe. Wofür ich das Geld ausgegeben habe, das erfahrt ihr im Podcast. So Leute, jetzt geht's aber weiter mit GDA. Der Link zum Podcast ist in der Videobeschreibung und jetzt viel Spaß. So, guck mal, jetzt schnapp ich mir hier. Oh nein, ich laufe wieder. Alter, ein geiler Mac. Oh, ich hab wieder in meinem Apartment, ja. Oh Mann, Alter. Beste Hacker. Oh, ja. Lord Zombie hat dich in sein Apartment eingeladen. Gerne. Ach, hallo, Leute. Hey, Maurado, na, auch ein bisschen Geld abholen? Ja, gerne. Ja. Wo gibt's denn Geld? Hier vom Apartment. Kopf oder Zahl? Oh, Kopf. Zahl. Oh. So, jetzt soll er uns mal in Ruhe lassen. Es ist zwar nett, dass er hier Money droppt, aber ich muss hier weg. Ich habe noch einen wichtigen Auftrag. Oh, guck mal, der hat hier den McLaren. Lass mich auch. Toll, ich lauf durch. Weil, Leute, ich hab ein super Auto für uns gefunden. Und zwar ein Bentley ist das, glaube ich. Aber ein Cabriolet. Der Sommer steht doch vor der Tür. Wir haben hier nie so. Und das ist ein Vierer-Cabriolet. Ein Familienauto. Aber warum schlägst du mich denn? Ich bin ausgerutscht. Wie, du bist ausgerutscht? Soll ich auch was? Oh, ich wollte dich erschlagen. Ich hab's gesehen. Von rechts kam schon die blöde Faust geflogen. Ach so. Oh. So, jetzt ist auch mein Gesicht da. Ach, ich habe hier noch. Warte, ich muss mal das Licht hier anmachen. So, jetzt ist Palette auch da mit dem Gesicht. Oh, da bist du. Der hässliche. Sag mal, was willst du denn? Du legst dich mit dem Anschlag an. Ich wollte dich nicht hauen. Sag mal, jetzt. Mach schon wieder. Danke, Zombie. Manche denken ja, oh, wir würden da absichtlich oder wir hätten irgendeinen Hacker. Nein, das sind einfach irgendwelche Randys. GTA ist mit Hackern komplett verseucht. Das Problem ist, wir können nicht in eine private Lobby. Die können auch da rein. Rockstar, ich suche mal eine neue Sitzung. Ja, such mal bitte eine neue Sitzung. Das wäre super sweet von dir. Zombie, hör doch auf. Mann, Zombie, ich hab so gerne Besuch. Wir wollen nicht in dein blödes Apartment. Ich bin so einsam. Vor allem lädt er mich immer ein und kickt mich dann wieder raus. Ich will auch drin bleiben. So, warte mal. Das gibt mir jetzt aber die Zeit, mal zu gucken, ob das jetzt ein Bentley ist oder... Nee, ist ein Rolls-Royce. Rolls-Royce Dawn. Die gehören, glaube ich, auch zu BMW. Denn BMW hat die gekauft. Audi zum Beispiel hat ja auch Lamborghini übernommen. Beziehungsweise die VW-Gruppe. Oh Gott, da ist gerade jemand explodiert. Ja, das ist der Hacker, der XID. Achso. Oh, jetzt ist hier der McLaren. Oh, Alter, nices Ding. Oh, vor allem, was sich interessiert... Oh Gott, ja, okay, ich bin weg. Tschüss. Okay, lass mich. Oh Gott, lass mich doch in Ruhe. Ich könnte mir nachschauen, ne? Ach so, ja, wunderbar, dann sind wir direkt okay. Da. Kennt ihr schon den glorreichen Paluten Wackelkopf, Leute? Nee. Der sollte mal rauskommen, aber der war dann insgesamt zu teuer. Dann wollte ich ihn nicht rausbringen. Hast du den gerade da? Ja, der ist hier. Das ist so ein Prototyp. Ja, der wackelt mit dem Kopf. Oh, der ist ja süß. Ja, guck mal hier. Ja. Ist total cool, ist auch super hoch, aber wie gesagt, wird wirklich, wirklich, wirklich definitiv zu 100% nicht verkauft. Ist jetzt keine Werbung oder sonst was, Leute. Wer will den nur für sich haben? Nein, nee. Ja doch, ist alles meins. Ich bin jetzt hier hoffentlich bei Manuel. Ich bin nicht bei Manuel. Oh, und nein, bei mir. Warum bin ich denn? Ich bin wieder in der gleichen Lobby. Ja, weil deine Freunde in der Lobby waren mit dem Hacker. Lol. So, Leute. Wir sind in einer neuen Lobby, die anderen Jungs kommen jetzt auch gleich und wir holen uns jetzt schön den Rolls-Royce. Das wird ein Träumchen. Oh, die Formel-1-Wagen, die sind auch lecker. Ey, Weil das Geile ist, dass der nämlich auch für vier Personen ist, was? Ja, kannst du mir nicht auch einen? Kaufen? Wie du oben rechts siehst, habe ich momentan arge Geldprobleme. Wie viel Geld hast du? Da möchte ich jetzt gerade nicht drüber reden. Ach, jetzt muss ich hier wieder das aktuell geparkte Fahrzeugposition wählen. Ist jetzt hier schon wieder alles voll oder was? Ah nee, Spielhallengarage. Oh, das ist doch auch gut. Ja, perfekt. Das ist ja nicht weit. Hier 900.000 und dann werden wir den gleich tunen und dann würde er auch schön eine Million wert sein. Das ist ein Zeppelin. Wo? Da in der Luft, so ein gelber. Direkt am Matzebank Tower. Ich sehe den nicht. Paluten. Hi, Maldonado, komm rein in meinen Porsche. Oh, schicke Karre. Das stimmt, jetzt sehe ich ihn auch.
Okay, hey. Das heißt, ich kann ihn angreifen. Komm mit, Zombie. Ja, ja, greif ihn mal an. Maudano, wir holen kurz den Bentley. Nee, Rolls-Royce, sorry. Ich halte Sicht auf den Zeppelin. Ja, ich bin drin. Ich bin drin. Wie, ihr seid drin in dem... Ja, ja, nee, wir fahren da rein. Ich rote gerade Ich lande oben drauf. So, wo ist jetzt mein Bentley? Netter Kenner. Oh mein Gott. Ja, mein Bentley ist noch nicht da. Wir müssen wieder raus. Takt. Ja, dann lass uns, steigen wir hier erst in den hier. Was ist das denn für einer hier? Wann habe ich denn den gekauft? Oh, der glänzt ja richtig. Ja, was ist der für einer? Der ist nice. Wann habe ich den denn gekauft? Ah, das ist, glaube ich, mein hässlichstes Auto der Welt. Also, mir gefallen die Farben. Das glaube ich. So, wo ist Manu? Ja, die sind da hinten. Ich bin hier oben in der Luft beim Zeppelin. Greif den an. Jetzt lass doch mal den Zeppelin in Ruhe. So, wir gehen jetzt nochmal. Hast du eine Meldung bekommen? Man kriegt immer eine Meldung, bevor der da ist. Ah, ich kann den doch auch einfach von meinem Mechaniker holen. Ja. Ich Vollidiot. Aber, nee, hier steht er. Alter, das ist ja ein Auto. Bam, Junge, komm rein. Bentley war sowas Amerikanisches? Ah, nee, ist Rolls-Royce. Okay. Bentley ist britisch und Rolls-Royce ist, glaube ich, auch britisch, aber wurde mittlerweile von BMW aufgekauft. So, guck mal. Und jetzt, wenn ich... Nee, warte mal, was muss ich drücken? Warte, ich hab's gleich. Wir stehen hier auf der Straße. Ja, warte, ich muss hier drücken. Nee, was, wie kann ich denn das drücken, dass das runter... X vielleicht? X? Guck dir das Pop. An! Ey! Alter, wie geil! Aua! Steig ein, das ist ein Familienauto. Steig ein, das ist nämlich richtig geil. Oh, ich will auch, hallo, wo seid ihr denn? Zack! Das finde ich sowieso voll nice. Ein Cabrio und dann noch zu viert. So, das wird jetzt erstmal dick getuned. Ich und meine Homies, Alter. Ich finde das Holz hinten schön. Ja, hat so ein bisschen was von einem Boot. So, ist auch ein ordentliches Schlachtschiff hier. Kann es auch schwimmen? Ja, klar, das kann alles. Das ist Manu. Ja, hier, ich bin's, Palun. Oh Gott! Aua! Er hat überlebt. Schnell, wir fahren nicht ins Krankenhaus. Warte mal, was hat schon gemacht? Nein, hör auf. Echt, ey, der Wagen ist echt voll hübsch. Ja, warum ich weiß. Warum hat ein Alien hinten? Das ist Zombie. Den haben wir gefunden und adoptiert. Er ist jetzt einer von uns. Freund. Der kann Deutsch? Ja. Der kann alle Sprachen der Galaxie. Kannst du auch Baby Yoda? Vietnamesisch? Ich? Oh, Baby Yoda. Ich bin immer noch so absoluter Fan. Hat er jemals ein Wort gesagt? Ja, doch. Er hat immer nur die Hand hochgehalten. Er hat Kopfschmerzen bekommen. Und dann ist er eingeschlafen. Ach, Baby Yoda. Und hat einen Frosch gegessen. Die Werkstatt muss auch schon so viel an dir verdient haben. Spoiler. So, rein. Häng die... Wieso? Oh, jetzt habe ich Korps. Bitte einmal. Oh, nee, das wollte ich nicht. Nein. Und sag mal, Maudano, du zeigst deine... Hat doch die Waffe weg. Kann doch mal jemand jetzt hier Lester anrufen. Okay, ich rufe Lester an. Fahr mal weg, Leute, fahr mal weg. Das tut weh. Wie, fahr mal weg? Fahr nur schnell. Die haben uns gerade angeschossen. Achso, okay. Jetzt super. Jetzt rein da. Das geht ja nicht. Ja, verpisst euch. Nee, das geht zusammen. Das hat nichts mit uns zu tun. Oh Gott, fahr die doch nicht. Was? Nein, nicht rammen. Nee, ich ramm die nicht. Wollen die noch was? Muss ich noch vorwärts reinfahren. Das wär's jetzt, ey, wenn's daran liegen würde. Als ob. What? Alter, guck mal, da fährt die Crew richtig rein hier. Jetzt wird gegönnt. Jetzt wird richtig gegönnt. Erstmal repariert. Panzerung. Blutige Köpfe. Bremsen brauchen wir. Rennbremsen. Motor. Oh, ich kann jetzt die EMS-Verbesserung 4 schon mir für den holen. Hupe brauchen wir nicht. Was nehmen wir für eine Frontheck und Seide? Nehmen wir blau. Das passt eigentlich sehr gut zu dem Orange. Blau ist immer gut. Blau, ja. So, warte mal. Klassisch, Metallic. Oh, so in Weiß ist auch ziemlich edel. Welche Farbe soll ich nehmen, Jungs? Orange. Ja, dann bin ich ja fertig. Mach mal Orange mit Weiß als sekundäre Nation. Achso, Sekundärfarbe. So? Nee, Eier. Das ist eher grau. Gibt es so ein Arktis-Eis? Nicht, ja, oder? Eierschale heißt, glaube ich, das richtige Weiß. Oh, hier, Eisweiß. Da. Oh ja. Oh yeah. Eisweiß? Ja, Eisweiß. Eisweiß. Ja, das ist doch cool. Oh, der wird. Beschleunigung hat er jetzt volles Ding. Die Felgen, Leute. Ja, Dollarreifen bitte. Dollarreifen, okay, warte, dann muss ich. Ich weiß nicht mehr, welche das waren. Muscle Car. Dollar bitte. Lowrider. Ja, da sind sie doch. Oh, schön. Reifenmuster. Ui. Oh. Ja. Oi. Oh, warum regnet das denn jetzt? Was soll jetzt, Leute, bitte. Da müssen wir jetzt durch mit dem Regen. Mach das doch zu. Nee, das bleibt jetzt unten. Leute, ich habe jetzt 1 Million ausgegeben für mein Auto, für mein Supercabrio. Alter, wie das rutscht. Ja, es ist ja auch nass draußen. Wie cool ist das denn? Wir fahren so bei 5 Sonnenstein, Tune kommt raus und es schüttet einfach. Oh Gott, Mann, oh Gott.
Das war ich nicht. Können wir den Wagen einmal testen, bitte? Oh Gott, jetzt ist da vorne alles voller Marmelade. Was denn, was willst du denn testen? Ja, klappt. Okay. Türen funktionieren. Du da vorne gegen gefallen bist. Ja, also, ja, aber wie mache ich denn jetzt? Warte, ich muss mal testen, wie ich mein Dach wieder hochmache. X. X? Nee, mit X mache ich das hier, Alter. Lol, ich... Ah, jetzt, mit J. Ah. Was? Ah. Ja. Oh, ja, ich meine, ich bin zwar nice. Schon komplett nass, aber nice. Danke. Das Wasser steht schon unten nicht. Im Auto. Oh, zum Beispiel testen wir mal. Du hast mich umgebracht. Ich habe gar nichts gemacht. Ja, aber es hat geklappt. Das war wichtig zu sehen. So, wir müssen jetzt ein bisschen Geld machen, Jungs. Ihr wisst, was das heißt. Können wir nicht erstmal Zombie holen? Ja, warum springt denn hier jeder ständig raus aus meinem Auto? Weil man so Autos testet. So testet man keine Autos. So, warte, markiert bitte den Supermarkt. Ich muss das Geld wieder reinholen. Und los. Oh, er kommt. Der ist friedlich. Das Alien spricht doch unsere Sprache. Wir kommen in Frieden, Alien. Abakatupa. Ja, halt am Maul. Oh, oh. Jetzt nicht kaputt machen, Alien. Bitte nicht. Okay? Chakiko Kabunga. Ja, ja, Chakika Bunga. So, jetzt ist ganz nah. Hä, alles gut, alles gut. Bei seinem Ufo. So. Oh, 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 oh. Er sieht. Ruhe, Alien. Oh Gott. War alles ruhig. So, Leute, erstmal unauffällig. Auch das Alien. Wo ist da viel Blut dran? Einmal rein hier. Hola! War man dort? Warte, noch nicht machen. Ich muss erst Snacks kaufen. Ach so, stimmt, gute Idee. Loktar Tastingo. Ja, Loktar auch für dich. Zack, Alter. No stealing, not in my store. Wie, was? No stealing, Alter. Was willst du denn? Nein, bam, lass kann die Kasse doch nicht mehr aufmachen, oder? Na klar. Oh, ich schnapp mir jetzt hier richtig schön die Beute. So, raus, Jungs. Ja, ich komm jetzt. Die Millionen haben wir drin. Der Wagen ist praktisch abbezahlt. Hallo? Hallo? Und los geht's. Leute, ich würde stehen bleiben. Ich habe einen Raketenwerfer. Nee, hast du nicht. Habe ich. Drei. Manuel, zwei, nein. Ich bleib stehen, ich bleib stehen. Ich wurde genau dann sehr umgebracht. Gut. Jetzt los. Der Verräter. So müssen wir die Beute nicht weiter teilen, Leute. Das werdet ihr bereuen. Kannst du mal gerade noch rauswerfen? Hör nicht auf das Alien. Das infiltriert hier alles. Ey, dieses Auto. Hallo? Ist einfach so ein Panzer. Na? Die haben mich gerade also zurückgelassen. Lass mein Auto, lass mein Auto. Ach, Leute. Oh, warte, hier runter. Oh Gott. Perfekt. Jawohl. Hier zu meinen... Da rein. Ja. Hallo? Da findet er uns nie. Kann mich einer abholen? Hier sind wir in Sicherheit. Hier versuchen wir ein neues Leben zu starten. Oh, ja. Mit unserem Rolls-Royce. Sieht aus wie zu Hause. Hier, einmal alle aussteigen. Oh, das ist mein UFO. Das Ding hier, oder? Ja. Ja. Lieg jetzt weg. Okay. So Leute, das war's mit der heutigen Folge von GTA 5 Online. Lasst auf jeden Fall ein Like da, schaut unbedingt bei German Let's Play Zombie und Mortano vorbei. Und wenn ihr jetzt noch Langeweile habt, dann guckt euch auf jeden Fall oder hört euch die neueste Folge vom Podcast an. Alles Wichtige in der Videobeschreibung verlinkt. Und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.